Und herzlich willkommen wieder zurück in der Welt des Hexers, wo mein direktes Anliegen darin besteht, in die schöne Stadt zu kommen, die leider gerade unter Quarantäne steht, weshalb auch immer. Und ich habe jetzt mal alle Schreine entzündet, die dieser fanatische Priester da angezündet haben wollte. Och, hier kommt wieder ein gutes Hündchen. Was sage ich? Ja, und das hat natürlich nicht funktioniert. Wer hätte es gedacht? Nun überbringe ich ihm die schlechte Nachricht noch. Und ja, was er dann tun will, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich wieder zitieren. Natürlich überrasche ich den im Schlaf. Ich kann ja nicht bei Tag aufkreuzen. Sprecht, schnell. Bist aber schnell aufgestanden. So. Wo war es denn? Ja. Ich habe das ewige Feuer in alle Kapellen gebracht. Die Bestien suchen uns immer noch heim. Ich sagte ja, es würde nicht funktionieren. Wo ist mein Lohn? Ach ja, euer Lohn. Dieser Fluch muss stärker sein, als ich dachte. Zweifellos ist diese Hexe Abigail dafür verantwortlich. Eine böse Frau. Eine Hexe? Vielleicht kann sie uns mehr erzählen. Sie brachte die Bestie und alles andere Übel über uns. Vielleicht. Aber ich möchte doch lieber zuerst mit ihr sprechen. Wir müssen wissen, woher die Bestie kam. Findet die Wahrheit heraus. Mache ich. Für 300 Orens. Wir sind eine arme Gemeinde. Vielleicht 200? Na gut. Habe ich mich nur noch runterhandeln lassen von diesem Fanatiker? Naja. Einen Stein kann man nicht mehr Blut auspressen, sage ich mal. Dann können die mir später noch was geben. Ach, komm. So, und jetzt muss ich zu der Abigail, der ich eben diese Schädel von diesem netten Hündchen gegeben habe. Ja, okay. Kann ich machen. Wo ist das nochmal? Orte der Macht, Lagerfeuer, da ist es. Ach, genau am anderen Ende der Welt. Das kann doch nicht wahr sein. Steck mal deine Waffe ein. So, die Bürgerwehr steht auch wieder Wache. Habe ich nicht eigentlich bis eine Stunde vor Morgendämmerung meditiert? Müsste da nicht langsam mal die Sonne aufgehen? Oder ist das hier tatsächlich... Naja, dem Mond zu urteilen, dauert das noch ein bisschen. Nun ja. Aber der Himmel sieht wirklich gut aus, muss ich sagen. Mit den Wolken und dem Vorhof von dem Mond. Sehr schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Ach, lauf schneller. Gibt es sowas wie einen Sprintextrakt, den ich mir zusammenbrauen kann? Gleich fallen mich wieder grüne Hündchen und ich sehe es schon kommen. Oder? Oder sollte ich tatsächlich Unrecht haben? Ich werde mir sparen. Ach so. Okay. Es sei dir gewährt. Er greift mich sogar an. Mein Gott. Komm her, Hündchen. Und hol dir deine angemessene Tracht Prügel ab. Wieso wird mein Schwert blutig von solchen Geistern? Naja. Muss mich nicht interessieren. Wann bekomme ich denn ein krasses Silberschwert eigentlich? Das, was ich ja gerade habe, ist ein Stahlschwert. Und in diesem... Oh, ein tollwütiger Hund, der kratzt gleich ab und, Sputen? Naja. Sehe ich da ein grünes Leuchten? Naja. Dauert wohl noch ein bisschen. Das hier muss das... Wieso? Immer wenn ich hier ankomme, kommen die Hündchen. Zack, zack, zack. Und direkt noch einmal. Ich fasse es nicht. Alter. Tja. Tut mir leid, dass ich dich nicht retten konnte, aber das Hündchen hat mich konsequent ignoriert. Okay, nun gucke ich mir mal an, was die Wertehexe mir zu sagen hat. Über den Ursprung dieses Fluchs oder dieser ganzen Plage, die da eigentlich herrscht.
Aufwachen! Was wollt ihr? Ich muss wissen, wo die Bestie herkommt. Warum fragt ihr mich? Hexen sind doch in den magischen Künsten bewandert. Ja, aber diese Bestie überfordert mich. Allerdings kenne ich da jemanden. Und wer soll das sein? Der Knabe Alwin. Er ist eine starke Quelle und ein Hellseher. Was er alles weiß, bleibt uns verborgen. Wenn ich ihm aber einen bestimmten Trank gebe... Schadet ihm das nicht? Seid unbesorgt. Bringt mir die Blüten 5 weißer Myrten. Dann werden eure Fragen beantwortet. Sie wachsen vor dem Dorf. Wenn ihr nichts über Kräuter wisst, kann ich euch dieses Buch verkaufen. Okay. Weiße Myrten. Dann gib mir mal bitte das Buch. Ich brauche das Buch. Hallo? Was wollt ihr? Das Buch. Zeigt mir eure Waren. Über Feldpflanzen, Sumpfungeheuer, das Buch der Tiere. Über Bargästen. Ja, ich nehme das hier. Ja, ich möchte ihn wirklich kaufen. Und hier ist noch allerlei Zeug, was man in seinen Trank stecken kann. Interessiert mich nicht. Okay, ich habe alles, was ich brauche. Jetzt will ich auch noch lernen. Okay, das Buch beschreibt weiße Myrte, Nieswurz, bla 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 bla. Fügt dem Tagebuch einen Zutateneintrag hinzu. Okay. Ich lese auch mal alle anderen Bücher, die hier sind. Das heißt, ich klicke einmal Rechtsklick drauf. Okay, okay, okay. Ja. Okay. Auf geht's. Weiße Myrten. 5 Stück. Ja, wieder so ein klassischer. Gehe zu B und sammle A. Oder sowas. Ah. Ui. Was ist das denn für ein weißer Schimmer, der mich da verfolgt? Vor dem Dorf. Ich schätze, das hier ist das Dorf. Ich gehe einfach mal hier die Straße entlang, da kann ich nicht viel falsch machen. Schöllkraut, ich nehme alles mit. Da sind weiße Myrten. Das hier ist aber vor der Gaststätte. Naja, auch egal. Ich nehme alles. Hä? Hier war doch noch eine. Ah, sag ich doch. Mich kann man nicht täuschen. Jedenfalls keine Kräuter. Hm. So, noch irgendwelche Kräuter hier irgendwo? Komm, gib mir noch ein paar Schöllkraut. Ah, hier noch eine weiße Myrte. Mann, ist das dunkel. Ich kann das nur erkennen, indem ich jetzt einfach mit dem Mauszeiger hier über die Landschaft streife und dann gucke, ob da irgendwas blau aufblinkt. Zeugt von Realismus, diese Auffassungsgabe. Noch ein bisschen Schöllkraut, mein Gott. Wer kann denn dazu schon neiser? Auf geht's. Jetzt kann ich ja die hellseherischen Fähigkeiten dieses Jungen da ausnutzen, indem ich... Ach, das ist ja wohl nicht wahr. Wie viele von diesen Hühnchen kommen denn hier? Und nochmal ein zweiter, ja, ist klar. Wieso ist der verschwunden? Was? Was ist hier los? Okay, das hat mich jetzt extrem verwirrt, aber... Egal. Egal. Das wird konsequent ignoriert, sage ich mal dazu. Okay, dann brau mal dein Tränkchen und offenbare mir, was Ganze hier zu bedeuten hat. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links. Spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. What the fuck? Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Das war doch gerade ein Scherz, oder?
nach einer Weile hierher zurückkommen. Okay, hier eine Weile ist vor. Wieder. Ich habe zu tun. Ach. Ach, 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 ach. Und was soll ich währenddessen machen? Mir einen trinken? Eigentlich gar keine schlechte Idee. Dann sehe ich mal, was für eine Wirkung der Alkohol hat. Ah, was habe ich hier? Wenig Alkohol. Glück, Glück, Glück. So, was habe ich noch? Ja, Fisch, den kann ich dann benutzen, um den Kater auszukurieren. Mittlerer Alkoholgehalt. Yeah. Es geht los. Oh ja. Aha. Oh geil. Oh. So sieht die Welt doch direkt viel angenehmer aus, nicht wahr? Na komm, einer geht noch. Ah ja. Ah. Und nochmal. Ich glaube, bis dahin habe ich dann, wenn ich dann wieder aufwache aus meinem Suff, habe ich das. Ist die Zeit vorbei, die ich warten musste, oder? Verdammt, ich habe keinen Alkohol mehr. Nein! Haftbefehl für den Professor. Ja, okay. Damit habe ich einen Grund. Ach so, ich muss mit der Stadtwache in Vizima reden. Ach so, okay. Ach. Trinke ich mal einen unbekannten Trank. Was hat es mir jetzt gebracht? Ich glaube, es hat mich ein bisschen geheilt, oder? Oh ja. Aber was? Oh. Das Ding fällt mich jetzt völlig betrunken an. Das ist gar nicht mal so gut. Ach du Scheiße. Fuchtel nicht mit dem Schwert so extrem rum. Ich will mal wissen, was mir das Betrunken gibt. Angriff effizient um 15. Ja, das ist irgendwie schlecht gegen den Obermotz der Bestie, sag ich mal. Wo ist denn hier noch ein Lagerfeuer? Da ist ein Lagerfeuer. Okay. Gehe ich mal zum Lagerfeuer. Leg mich ein bisschen aufs Rohr. Und wenn dann mein Kater auskuriert ist. Komm noch ein paar Meter. Kann ich schlafen. Komm. Gleich geschafft. Und schlafen. Schlaf. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden. Ach so. Wie mache ich das? Mache ich das Feuer an? Hatte ich nicht irgendwie Feuersteine? Feuersteine? Aber in welcher Tasche? Oh Gott. Ah! Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Okay, meine Magie scheint das nicht anzuzünden. Nicht gut. Wie mache ich Feuer an? Oh, Vitriol-Zutaten. Kupfersulfat, geil. Hydragenum. Heißt das nicht Hydragirium? Quecksilber und so? Was? Ja, mein Gott. Ich verstehe es nicht ganz. Ring und Siegelfach. Ich habe gerade mal 30... Gottverdammte Münzchen. Ich bin arm. Ja. Schwalbe, Schwalbe. Schwalbe, Schwalbe. Ich habe extrem viele Schwalben. Kann ich ja alle auf einen verdammten Pott tun. Ja. Wie mache ich das? Licht an. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ja, mein Gott, du. Ich muss es erst anzünden. Oh, ich bin. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich muss es erst anzünden.
Ich kann nicht mehr. Ja, mein wenn das Gott, Feuer aber irgendwie. Ist. Ach so, ich hab dann keine Feuersteine mehr, oder was? Okay. Ah, mein Gott. Das muss mir doch mal jemand erklären, ey. Sonst komme ich doch nicht auf sowas. Ah, jetzt habe ich meine ganze Zeit verschwendet damit, da ich betrunken bin und nicht verstehe, wie das mit dem Feuer funktioniert. Ach, Wahnsinn. Und mit dieser schockierenden Auffassung verabschiede ich mich auch, meine Damen und Herren. Und bis zum nächsten Mal.